Servus, hallo und herzlich willkommen zu Anno 1800. Hier unsere drei Gegner, zwei sehr schwere und ein mittelschwerer Gegner. Und unser Ziel wird sein, alle zu vernichten. Ja? Also dann gehen wir quasi als Sieger vom Platz, wenn es keinen Gegner mehr gibt. Ja, das heißt, es kann etwas länger dauern und es wird einige Folgen wohl geben von Anno. Aber zuerst einmal suchen wir uns eine geile Insel raus. Ich fahre einfach da mal hoch in den Norden, weil der Wind auch gerade günstig steht für uns. Da sind wir dann schneller dort. Übrigens, Schmäh Ole, mit F1 kann man in diese Sichter gehen und kann die Inseln besser sehen, die da kommen mögen. Da haben wir Kartoffel und Getreide, das brauchen wir. Okay, Salpeter ist jetzt irgendwie merkwürdig, dass das da auf der Insel schon ist, aber okay. Ich nehme die Insel an. Die Insel hat nämlich auch zwei Lehmvorkommen und eine Ölquelle. Und wir können jetzt schon losstarten, ne? Um das geht's. Dass wir da ein bisschen einen kleinen Vorsprung auch schon haben, von Beginn weg sozusagen. Zack, bauen wir mal diesen hier, ne? Die Baumfellhütten, dann bauen wir noch zwei Sägewerke daher. Das war's erst einmal. Jetzt schauen wir uns mal die restliche Insel an. Okay, die ist ja ganz schön scheiße. Probleme der Insel sind die, das Gebirge links und rechts. Und das nicht, und die ganzen Flüsse auch noch. Hm. Puh. Na, optimal ist was anderes, würde ich sagen. Aber egal, wir machen einen Marktplatz daher. Wir brauchen Leute, damit sie was arbeiten können. So, diesen hier. Und diesen hier. So, mit dem Schiff schauen wir schon mal weiter, weil wir wollen ja wissen, wo der Archibald zum Beispiel ein Konkurrent hat ist eine Siedlung errichtet. Und auch wo die Gegner sind. Das wäre vielleicht auch ganz interessant zu wissen. Ja, das sind schon fleißig am Besiedeln. Ich schmeichle mich da mal ein jetzt, weil ich möchte nicht sofort den Krieg mit denen. Naja, sofort nicht funktioniert. Geil, gleich mal -3, sehr schön. So wollte ich das natürlich nicht. Ja, und da müssen wir jetzt warten, bis wir Holz bekommen. Das kann ein bisschen dauern. Und ich kaufe bereits jetzt Dinger ein. Stahlträger. Warte mal, Mindestbestand. Ja. Also, nee. Warte mal, darauf kaufen muss ich gehen. Limit festzulegen. Mindestbestand. Okay, passt. Soll so sein. Ja, die Gegner, also zwei davon sind wie gesagt auch sehr schwer, also die sind dann entsprechend arschig auch, also es kann sein, dass das die relativ zeitig angreifen. Und dann müssen wir halt schauen, dass wir uns irgendwie da wehren, also puh, das wird heftig. Da ist noch immer nichts gebaut worden, die brauchen noch immer, aber sie sind schon dabei abzuholzen, okay, immerhin. Immerhin. Ja, da sehen wir nicht, wo das ist. Die Insel. Archibald, wo bist du? Ich werde mal ganz nach rechts fahren. Wohl eigentlich sollte man den Wind ausnutzen. Und dann lieber mal in Richtung Norden hochfahren. Dann hoffen, dass der Wind dreht und dann in Richtung Süden runter. So, jetzt kommen da die ersten Bretter rein. Das heißt, ich werde hier schon mal Nummer 3 und 4 setzen. Und in Holzfäller rein. So, gut, gut, gut. Ja, sind da schon Bretter gekommen, sehr gut. Ja, jetzt sind wir wieder auf Null. Da oben links sieht man die, also oben in der Mitte sieht man die Bretter, ganz links. Die wir zur Verfügung haben. Danach kommen die Stahlträger, dann alles weitere folgt noch. Was die da brauchen, unsere Einwohner, sind Fische, natürlich. Stellen wir da einfach mal mit dem Blaupausenmodus hin, bis wir die zwei Bretter haben, die wir dafür benötigen. Und dann können es Fische essen wie wild. Die Insel, die wir da haben, ist wirklich nicht gut. Muss ich sagen. Das einzige Geile ist, dass sie 7 Ölquellen hat. Das ist relativ viel. Für so eine Standardinsel, würde ich. Und die liegen da auch ganz gut beieinander. Aber ja. Mal schauen, ob wir so weit überhaupt kommen, dass wir Öl machen müssen. Nachdem ja eigentlich die Challenge ist, sozusagen, dass wir alle vernichten, ne? Aber ja, wie gesagt, das kann dauern. Das geht jetzt auch nicht von heute auf morgen.
So, da läuft alles. Wie schaut es beim Schiff aus? Da haben wir eine andere Insel entdeckt. Eine Insel mit Paprika. Das ist gut, weil Paprika brauchen wir. Und Hopfen brauchen wir auch. Und die Tierfälle brauchen wir auch. Das ist eine super Sekundärinsel. Also die ist echt gut. Die werden wir dann besiedeln, wenn es soweit ist. Also wenn wir genügend Stahlträger haben. Fürs Besiedeln braucht man 10 Stahlträger und 10 Holz. Also 10 so Bretter. Die müssen wir jetzt erst einmal machen. Ah, da haben wir doch die Piraten gefunden. Da sollten wir vielleicht wieder umdrehen. Bevor die Kanonentürme auf uns schießen. Das wäre sehr super optimal, wenn wir jetzt schon unser Schiff verlieren. Das wäre gar nicht mal so gut. Das dauert mal jetzt zu lang. Aber wir sind aber mit den Farmern im Plus. Das bedeutet... Zack. Ja, schaut nicht schön aus, aber ist wurscht. Ah, scheiße, das kann nicht beliefert werden. Das ist etwas zu weit weg. Das ist blöd, weil da brauchen wir nämlich jetzt einen diesen hier. Ein Lagerhaus. Ja, das ist echt deppert jetzt. Das ist echt blöd. Und dass das da steht, finde ich auch blöd. Und jetzt daher. Dann können wir da nämlich weiterbauen. Ah, es ist jetzt ärgerlich. Wir werden das verschieben. Wir haben ja die Möglichkeit, kostenfrei das Ganze zu verschieben. Die Frage ist nur, wohin exakt. Ja, das bringt mir da gar nichts. Ja, das ist für den Arsch. Dann bleibt mir fast nichts anderes übrig, als das so nah zur Stadt zu stellen. Das ist ja in Anno 1800 geil, dass man eben die Sachen einfach nehmen kann und verschieben kann. Wenn man es eingestellt hat, dass man... Man könnte einstellen, dass man eine Gebühr zahlen muss oder so, wenn man das macht. Man kann das auch deaktivieren, wenn man möchte. Aber ich finde die Option so mega cool, dass ich die natürlich drin lasse. So, die beliefern das Sägewerk und das Sägewerk sollte hoffentlich bis zum Konto runterkommen. Das weiß ich jetzt nicht genau. Nachdem wir da keine Fehlermeldung haben, müsste es passen. Wenn nicht, dann schiebe ich es noch um eins runter. Da. Dann haut das auch hin. So, wir haben wieder ein bisschen Holz. Bauen wir wieder ein bisschen Hütten. Ah ja, apropos. Wir müssen ja noch die Fischerhütte bauen. Als nächstes brauchen wir dann Schnaps. Genau, es kommt schon. Dafür eben die Erdäpfeln. Aber da brauchen wir zuerst mal mehr Leute. Da haben wir noch zu wenig. Das geht ja so gar nicht. Und dann schauen wir, was unser Schiff macht. Okay, das ist noch unterwegs. Gut. Dann brauchen wir dann irgendwann ein Wirtshaus auch. Aber zuerst einmal der Schnaps. So, wo bauen wir den Schnaps hin? Ich würde sagen, wir machen jetzt hier einfach mal so eine Straße und machen dann hier so die Produktionsstätten. Als nächstes kommen dann die, die Arbeiter, dann brauchen wir dieses Lehmverkommen auch. Das ist also eh ganz cool da in der Ecke. Ich bin ein schurkischer Langfinger, ja, man kennt's. So, zack. Und... Bei unserem nächsten Treffen werden wir zwei viel Spaß haben. Ich beginne bei den Nasenlöchern. Na, bitte und nicht. Einer Gänsefeder. Na, nicht die Gänsefeder. Die tut immer so weh. So. Jetzt, zweimal... Erdäpfel, wichtiger noch ist das Lagerhaus jetzt. Das baue ich jetzt. Blöd. Ja, ich baue das daher. Dann können wir nämlich nachher auch da zu dem Lehm. Boah, das mit der Stadt, das wird alles so eng hier. Unangenehm. Dann bauen wir nicht nur Erdäpfel, sondern wir brauchen natürlich auch die Schnapsbrennerei. Und in weiterer Folge brauchen wir dann die Schäferei. Und das kann ich jetzt noch nicht bauen. Jetzt kommen mal die Schnapsbrenner rein dran. Jetzt kann ich es bauen, die Schäferei. Da machen wir dann auch gleich zwei Stück davon.
Und hier dann noch zwei Webereien. Die eine werden wir gleich machen. Na, obwohl, jetzt erst einmal. Das da. Dauert ja ein bisschen, bis wir die Wolle dann bekommen. Und aus der Wolle machen die dann die Kleidung. Ja, also da, Weberei. Machen es dann Arbeitskleidung für die Leute. Und wenn die das dann haben, die Farmer, da Fisch ist schon fast voll und Arbeitskleidung kommt dann gleich, dann können wir den nämlich hochleveln auf die Arbeiter. Dann geht's los. Geht's so richtig los. Dann haben nämlich die Arbeiter wieder irgendwelche Ansprüche. Ja, man kennt es. Wenn man Anno kennt oder auch die alten Teile, dann kennt man sich auch da ein bisschen aus. Ich habe zu Anno 1800 schon Videos gebracht. Es ist schon eine Zeit her. Das war, ich habe ja die Beta damals gespielt. Und mittlerweile muss ich aber sagen, jetzt bin ich. Damals war ich noch ein bisschen überfordert mit dem Ganzen. Mittlerweile bin ich relativ sattelfest, sage ich mal, glaube ich. Ja, also es ist jetzt nicht super schnell, was ich da mache, aber. Aber es funktioniert schon ganz gut, muss ich sagen. Und das ärgert mich gerade, weil das war mein Fehler, weil ich da jetzt die Hütten gebaut habe, wie blöd. Also ich möchte sagen Geschäfte, aber sind das die Farmen und so, ja. Und jetzt haben wir zu wenig Farmer. Das sieht man da oben. Minus 149 Bauernarbeitskraft. Die ist natürlich schlecht. Deswegen drücke ich da mal auf Pause. Da mal auf Pause. Hier. Und hier. Und jetzt haben wir genug. Und es wird aber trotzdem produziert. Wir haben eine Schäferei, die produziert. Eine Weberei, die produziert. Und dasselbe beim Schnaps. Das sollte für den Anfang reichen. Muss ich aber gleich wieder umstellen. Ja, weil es reicht, wenn wir in die Arbeiter reinkommen, dann nicht mehr. Deswegen habe ich das gerne immer ein bisschen auf Vorrat. Und gut ist. Ja. Und unser Schiff schläft. Das ist natürlich schlecht. Und da geht es jetzt wieder dahin. Ne? Da tun sie jetzt wieder brav das Ganze farmen. Also die holen da brav das Holz. Normal gehe ich am Beginn mit 7 Holzfällerhütten. Das mache ich auch diesmal wieder. Dass ich die jetzt da hinsetze. Warum haben wir so eine Gruselmusik? Weißt du das, wer? Ich habe keine Ahnung. So, was immer wichtig ist, ist auch Feuerwehr. Ich glaube es ja gar nicht, wie mich das nervt, dass das da alles so eng ist. Ich werde aber dann da mit der Stadt weiter expandieren. Und die ganzen Produktionsgebäude vielleicht dann, keine Ahnung, darüber setzen oder so. Ah, da haben wir auch noch was. Okay. Eine echte Scheißinsel. Was willst du sagen? Ich benenne es jetzt aber mal trotzdem Wien, auch wenn es scheiße ausschaut. Das ist die Donau. Man kennt's. Also da sind wir jetzt quasi unter der Donau, da sind wir dann über der Donau. Das ist Machfeldkanal in Floridsdorf. So, okay. Wie schauen wir denn jetzt aus da? Die wollen was. Was wollt's denn? Ich sollte nicht nach mehr fragen. Finden Sie ein Nutztier? Da, Nutztiere. Und was bekommen wir dafür? Nix, oder was? Danke, wow. Wir werden auf Sie anstoßen. Da, eine Bootsfrau bekommen wir, okay. Coolio. Die werden wir dann da reinstopfen. Die Bootsfrau. Wir stopfen sie nämlich rein. So schaut's aus. So, die Farmer werden immer mehr. Ja, werden immer mehr. Deswegen starte ich hier wieder. Starten wir wieder die Engine. Dort noch ein bisschen mit der Arbeitskleidung, aber es wird mehr. Der Schnaps wird auch mehr. Was die natürlich jetzt noch brauchen, ist ein Wirtshaus. Das setze ich daher. Dann verlängern wir da die Straßen und machen noch diesen hier. Ärgert. Herrlich. Ja, herrlich ist das. Herrlich. Ganz großes Kino. Jetzt müssen wir warten, bis die Arbeitskleidung fertig ist. Wo ist der Archibald? Ich brauche den. Der verkauft dann nämlich
Metalldinger. Eh schon wissen. Da, die Stahlträger verkauft, ja. Die wir ja dann brauchen, um eine andere Insel zu besiedeln. Das Problem ist, der kann halt irgendwo auf der Map sein. Bis ich den gefunden habe, kann es schon ein bisschen dauern. So, geht's jetzt denn immer noch nicht? Zweiter da. Da drücken wir jetzt auch auf Play. Ist soll jetzt ja noch ausgehen. Hm, nicht ganz, okay. Das macht aber nichts, weil jetzt ziehe noch Farmer ein und das soll sich dann aus. Ja, sehr gut. Easy. Das lassen wir jetzt einmal so stehen, wie es ist. Und warten darauf, dass wir aufleveln können. Noch machen wir ein Minus in der Bilanz, aber nicht mehr lange. Das sollte sich jetzt gleich ändern mit dem Income vom Schnaps. Würde ich sagen. Ja, und du fährst mal da jetzt in die Mitte, weil irgendwie sieht das da ein bisschen aussichtslos aus. Geht noch nicht. Schauen wir vielleicht einmal auf dem Lagerbestand. Da, wir haben 0 Wolle und 1 Arbeitskleidung. Also momentan fressen die Arbeitskleidung, weil wir auch relativ viele Einwohner schon haben. Ja, deswegen, wie gesagt, wichtig, selbst schon im Farmer-Status quasi da 2 Weber reinzubauen. Und 2 eben so Schäfer rein. Damit es klappt. Jetzt haben wir es aber gleich. Oh, oh, was ist das? Ah, das ist sie, die Madame so und so. Die gute alte Madame so und so. Wo könnten das sein? Da haben wir was, da haben wir was, da haben wir was. Dann wird er vielleicht da rechts drüben sein. Ich fahr mal rechts rüber. Geistes, ich war ja da fast schon. Vorhin, naja. Pech, oft hast du Pech. So, jetzt aber, oder? Na, immer nicht. Was ist denn los mit euch? Zweiter. Ich meine, ich könnte jetzt natürlich die Produktion erhöhen, aber das machen wir nicht. Weil dann sind sie so schnell unzufrieden. Ich könnte da hergehen, Arbeitspensum anpassen und dann in Regeln nach rechts. Genauso wie bei der Schäferei und dann produzieren die 50%, also bis zu 50% mehr. Geht aber auf die zulasten der Zufriedenheit. Ja. Also die sind dann, werden dann grantig. Das wollen wir jetzt nicht. Aber wenn es da nicht langsam weitergeht, dann mache ich das schon, aber ja. Jetzt üben wir uns mal ein bisschen in Geduld, schauen uns vielleicht an, was der Gegner dabei so treibt. Wow, wunderschöne Stadt, nicht. Okay, das ist nix, was der da hat. Mhm. Wie viel Ziegeleien baut denn der? 6 Ziegeleien? Ah ja, der hat 3. Wie weit er halt schon ist, wie der einfach schon Arbeiter hat, der Orge. Cheater. Und vor allem nicht nur die Arbeiter, die er hat, sondern jetzt können wir übrigens auf hochleveln. Sondern halt auch die ganzen Ziegeleien schon, das ist ja irre. So, die brauchen wir als erstes übrigens. Deswegen setze ich die gleich einmal. Aber nur eine für den Beginn. Mehr wollen wir nicht. Die Frage. Ja, das käme dahin zum Lagerhaus. Ich lasse mal, ich spare mal ein bisschen. Also ich spare mal ein bisschen die Bretter. Und überlege gleich, wie es weitergeht. Harte Arbeit. Die brauchen jetzt Würsteln. Ja, machen wir die klar. Ja. Gut, gehen wir es an. Ich hätte gerne ein bisschen separiert. Das heißt, hier bauen wir ein Lagerhaus hin. Schweindeln. 1, 2, 3, 4. Das habe ich jetzt irgendwie schlecht angeordnet. Das kann man besser machen. Hab's noch gerade vergessen. Hm. Schaut scheiße aus. Egal. Ja, wie mache ich das normal immer? So? Ne, ja, whatever. Ist auch egal. Eine Minute brauchen die, genau, die Metzgerei braucht auch eine Minute. Das heißt, wir stellen 2 Metzgereien hin.
Und müssen aber auch schauen, dass wir auch genügend Arbeiter haben und Farmer. Also bauen wir wieder ein paar Hütten. Und leveln einen Arbeiter mal. So, wo ist unser Schiff jetzt? Das schläft schon wieder. Kann ich euch nicht sagen, wo der Typ ist. Da warte, nutzen wir den Wind. Nutzen wir den Wind, fahren wir rechts hoch. So, da schaut es jetzt gerade nicht so gut aus, wegen den Arbeitern. Gut. Was brauchen die dann? Arbeiter, 50 Stück, okay. Ja, da müssen wir produzieren. Also, da müssen wir Hütten produzieren, da brauchen wir mehr Einwohner. Brauche ich da was hin? Nee. Da brauche ich da eine Kirche hin. Das lasse ich frei. Aber das wird ja jetzt schon eng. Das gibt's ja alles nicht. Wenn ich da die Kirche hinbaue, das heißt dann, ich muss dann hier, ja. Diesen hier machen. Aber man kann ich die Kirche schon wählen, noch nicht. Schade. Ah ja, dafür brauchen wir schon Steine, okay. Sind gerade in der Mache. Noch einmal null. Sind unterwegs. Ja, fast schon lustig, dass ich den nicht finde. Vielleicht ist er da oben. Es verkauft uns halt auch keiner Stahlträger. Ich habe vorhin eingestellt, dass wir die kaufen, ne? Aber tut's ja absolut gar nichts dabei einmal. Fürchterbar ist es, sage ich euch, fürchterbar. Muss natürlich auch aufpassen, zu viele von den Hütten darf ich auch nicht bauen, weil die bedürfen, also die brauchen dann natürlich immer mehr Fisch und so. Ja, das ist eh schon nur noch auf gleich quasi, dann, also es wird nichts mehr dazu gewonnen. Dann baue ich da schon mal eine zweite Fischerei. Ich schau mal aus mit Schnaps. Ja, auch eher geht so. Warum habe ich das eigentlich so gebaut, wie ich es gebaut habe? Das war eigentlich ein Blödsinn. Das machen wir so. Das ist halt das Geile, das Verschieben. Zack. Ja, Sache erledigt. Weil ich möchte hier noch ein Kartoffelfeld. Ich bitte Ihnen meine bescheidene Dienste. Da ist er, endlich. Zuversichtlich, dass ich Ihre, wo ist er denn gewesen da jetzt? Da. Ah, Wahnsinn, bitte. Wo ist mein Schiff? Ein Konkurrent hat eine Siedlung. Da fahr gleich oben und kauf gleich Stahlträger. Drei Stück sind schon da, sehr gut. Sehr schön. Und die Insel ist auch noch frei aktuell. Okay. Müssen wir uns dummeln. Da war die besiedeln schon wieder Inseln, die lustigen. Hafenstadt, yay. Ja, fehlende Waren, das wird schon kommen. Das sind die Kartoffeln. Da können wir wieder aufleveln. So, aber ich muss natürlich auch irgendwann mal die Metzgerei machen. Geht noch immer nichts, okay. Und ich würde sagen, die Metzgereien machen wir dann noch fertig, wenn wir genügend Steine haben und dann beendet man die Folge. Weil ich werde so schauen, dass ich die Folgen circa eine halbe Stunde lang mache. Grob geschätzt, damit es nicht zu lang geht, ne? Das können wir da eigentlich verschwinden lassen. Es dauert jetzt hin, bis wir die Steine gekriegt haben. Da besiedeln wir vielleicht auch noch die zweite Insel. Das können wir auch noch machen. Hä? Machen wir das, bis wir die zweite Insel haben und dann bauen wir die zweite Insel dann beim nächsten Mal
Naja, nicht, noch nicht auf, weil das bringt jetzt so nichts, wenn ich jetzt schon auf Paprika gehe. Das ist noch zu früh. Jawohl, könnte man doch tatsächlich überlegen, ob man das nicht vielleicht macht, ja. Werden wir dann sehen beim nächsten Mal. So, da wieder ein bisschen hochleveln das Ganze. Aber jetzt die Metzgerei Nummer 1. Zwei Stahlträger haben wir hier. Ah, ich glaube, man braucht 8 Stahlträger zum Besiedeln. Gar keine, hoppala, ich habe sie nicht gekauft gehabt. Gar keine 10, sondern 8. Bin mir aber nicht sicher, deswegen kaufe ich lieber 10. Ja, doch, es sind schon 8, aber ja. Egal, gehen wir auf Nummer sicher. Stahlträger kann man sowieso immer brauchen, zumindest gerade zu Beginn. Gut, der hat aktuell keine mehr im Angebot, da müssen wir ein bisschen warten. Ja, ihr habt fast schon zu viel Holz, da werden wir ein Lager bauen. Also verbraucht er auch wieder Steine, Mist. Mist. Und wichtig, wenn wir auf Krieg gehen, die Segelschiffswerft, die ist einmal nur Blaupause, weil für die brauchen wir 25 Steine, das heißt, ich muss dann auch mehr auf Stein gehen. Bitte nicht dort, wo ich siedeln möchte, ne? Noch frei. Ein weiteres Stück. Ja, jetzt hätten wir 8. Ja, ich warte noch 2 ab. Also 6 am Schiff und 2 da in Wien hätten wir, also in Summe 8. Da läuft alles. Der hat tatsächlich zu viel zu tun, okay. Machen wir, ist kein Problem. Dann stelle ich doch da jetzt ein Lagerhaus hin. Und dann verlängern wir da die Straßen für die Zukunft dann schon. Und da bauen wir halt so irgendwelche Produktionsgebäude rein, wie. Oder irgendwelche Felder, wie das Kartoffel. Den Kartoffelhof zum Beispiel. Kein Platz mehr frei. Kein Platz mehr frei, ne? Schade, da ist ein Lagerhaus, bring's hin. Dann ist alles gut. So, zweite Metzgerei steht, das heißt, die Wurstversorgung sollte jetzt klappen. Okay, irgendwie kommen da keine Stahlträger mehr. Ich überlege, ob wir jetzt heimfahren und das dann doch 8 reichen. Ja, komm, ich glaube, es reichen 8. Komm, here we go. Bin mir relativ sicher, wenn nicht, dann habe ich es halt verkackt und dann holen wir halt nochmal 2 Stahlträger ab. Aber ich finde, jetzt ist einmal wichtig, einfach Gas zu geben, sich die Inseln zu sichern, die man haben möchte, also zumindest die eine. Das ist jetzt nur noch 97% oder was war das? Ich verschiebe das mal um 2 Felder. Dann haben wir wenigstens 99% Effektivität. Stimmt, die Weberei brauchen wir natürlich für die Segel. Die mache ich auch jetzt schon. 1. 30 Sekunden dauert der Spaß. Baue ich daher zu der Lagerhütte. Was ist da jetzt? Aha, da fehlen die Steine. Ist okay. Schauen wir mal zu die Arbeiter. Kein Grund, hier Trübsal zu blasen. Ja, die Würsteln kommen. Brot ist next. Und die Kirche. Genau, jetzt können wir schauen, ob die Kirche daher passt. Ja, tut sie. Da weiß ich jetzt noch nicht, was wir da dann hinbauen werden. Ich könnte zum Beispiel so aber eine Hütte hinbauen und dann weiß ich nicht. Ein Park. Ein tollen Brunnen. Wow. Das schaut scheiße aus. Egal. So, 3 Steine fehlen noch. Das ist scheiße, okay. Da ist unser Schiff.
Der hat uns jetzt sogar Stahlträger verkauft. Nice. Auch wenn es nur zwei Stück sind. Ich nehme sie. So, und Abflug. Da werden wir anlegen. Ja, das ist ganz gut von der Route dann, von der Schiffsroute, die wir dann brauchen. Wegen Transport von Paprika. Und vielleicht noch anderen Sachen nachher. Eben werden wir dann auch noch die Tierfälle, glaube ich, habe ich gesehen, ne, die noch wichtig werden. Und den Hopfen, ja klar. Fürs Bier, das kommt ja sehr relativ bald, weil die Arbeiter möchten natürlich ein Bier haben, eh klar. Das Brot machen wir. Ja. Wohin machen wir das Brot? Wir werden da mal mehr Land erobern sozusagen. Und bauen hier die Felder an. Warte mal, das machen wir so. So, zwei Felder reichen von Anfang, glaube ich. Ja, doch, müsste eigentlich reichen. Zwei Felder, eine Mühle und dann zwei Bäckereien. Zack, zack, die Änderungen. Ja, werden wir gleich sehen. Da haben wir Aufstandswahrscheinlichkeit erhöht, deswegen gehen wir da flektorieren. Und damit generieren wir mehr Einkommen. Und gut ist. Und übrigens sind wir schon im Plus. 145 sind wir im Plus. So, da haben wir noch zu wenig Steine, ist in Ordnung. Und wir haben zu wenig Arbeiter. Und das Schiff ist da. Sehr gut. Oh Scheiße, was ist jetzt los? Ich Noob? Hä? Was habe ich getan? Warum sagt denn keiner was? Scheiße. Ich habe die Stahlträger dort abgeliefert und das war's, Alter. Anstatt dass ich es im Schiff lasse. Oh mein Gott. Fotografieren Sie die Kämpfer? Ja, dann fotografieren wir die Kämpfer. Hallo Kämpfer, was seid ihr? Irgendwo da. Foto abschicken. Ja, tolle Kämpfer. Ah, das war eine typische Aktion wieder mal. Aber cool, da können wir dann auch gleich die eine Bootsfrau reinsetzen und... Ja, das geht jetzt nicht. Die eine Bootsfrau reinsetzen und den Heinz, den wir gerade jetzt gekriegt haben. Was brauchen diese Silos? Die kann ich jetzt gar nicht bauen, die Silos oder was? Errichten Sie über den über eine Schweinezucht oder wie? Verbinden Sie einen Silo mit dem. Ja, da ging es tatsächlich. Mit diesen Silos holt man sich Getreide dazu zu der Farm und dadurch hat man dann mehr Schweinchen. Also man hat dann eine höhere Produktion. Hier fehlen die Rohstoffe. So schaut es nämlich aus. Ja, jetzt müssen wir auf Schiff warten. Wow. Ganz großes Kino. Und ich muss dann auch beim nächsten Mal schauen, dass wir noch mehr Steine generieren. Weil die brauchen wir jetzt ganz stark. Ja, dann machen wir das gleich. Ja, komm. Let's do it. Sehr gut, oben alles gut. Wir haben genügend Leute, die das machen können. Ja, tatsächlich gehen uns die Bretter aus, obwohl wir 7 Holzfarmen haben und 7 Sägewerke. Oder? Ja. So.
Also, auf ein neues. Das nehmen wir mit natürlich. Gleich 14 Stück, warum nicht? Und die lustigen Bretter nehmen wir auch mit. Und Abfahrt. Kirche braucht 25 Stein, glaube ich, ja. Das heißt, da geht noch nichts. Ja, wie schaut es mit Brot aus? Kriegen die das schon rein? Wurst ist okay aktuell. Brot. Ja. Alles auf Null. Gibt's ein bisschen Gas da? Was ist da los? Muss schneller gehen. Bewegung, Bewegung. Ich könnte die Produktion verdoppeln, aber. Das kostet halt wieder Unterhalt und Arbeitskraft natürlich. So, jetzt habe ich da auch das Lager ausstehen. Jetzt klappt es da auch mit dem Steinabbau. Segelweberei ist relativ wichtig für uns, weil Krieg und so, ne? Ich stelle das aber dann hierher. Ja, und dann kommt das nächstes, dann, ja, die Kirche wäre nicht schlecht. Und Seife. Seife kann man urgut verkaufen beim Prison-Typen. Wo ist denn der? Da. Na, das ist sie. Warte, bin ich da? Das ist er. So, jetzt haben wir es endlich geschafft. Der Typ, der möchte immer Seife haben für sein Gefängnis, ja, und der zahlt relativ viel. Da haben wir übrigens einen Auftrag. Abholaufgabe können wir machen, ja. Können wir machen. Annehmen. So. Gut. Das machen wir aber alles beim nächsten Mal. Ich bedanke mich für heute bei euch fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal bei Anno 1800. Baba.